Ja, hallo. Heute einmal hier in Kairo, in der Nähe der großen 20-Millionen-Metropole, möchte ich euch heute einmal das Fagnoun Art Café zeigen. Hier hinter euch sozusagen, ganz eingebettet in der Natur, gibt es ein Ausflugsziel, gerade für Familien. Ein echter Geheimtipp, wenn man mal einen Tag Zeit hat hier in Kairo, schnappt euch ein Taxi, fahrt hier runter oder mit der Reisegruppe und genießt den Tag in der Natur. Kann man sich gar nicht vorstellen, so nah an Kairo, dass es so etwas gibt. Deswegen ein echter Geheimtipp. Was kann man hier machen? Man kann hier sein Essen mitbringen, man kann hier grillen in der Natur, kann sich hier entspannen und sonnen, und die Kinder haben ein paar Spielmöglichkeiten. Es gibt so eine Art Kletterseil. Man kann hier vor allen Dingen kreativ tätig sein als Kind. Es gibt also Ton, mit denen man modulieren kann. Man kann hier malen, man kann hier Schlammspiele machen. Also das werde ich euch alles gleich noch vorstellen. Es gibt einen kleinen Streichelzoo, aber vor allen Dingen, das finde ich besonders schön, hier im Hintergrund, das möchte ich euch jetzt als erstes zeigen, sind die Pyramiden von Dahschur. Es gibt hier um Kairo mehrere Pyramiden. Auch hier ein echter Geheimtipp. Schauen wir uns das einmal an. Los geht's. Ja, da sind wir. Ich bin ein Stück weiter gegangen Richtung Dahschur, nicht Dahschur-Pyramiden, sondern doch Dahschur-Pyramiden. Pharao Sahure und andere aus der, ich meine, 4. Dynastie haben hier Pyramiden gebaut. Und wir sehen hier in der Nähe von diesem Art Café Fagnoun die Überreste davon. Es sind nur ein paar Erdhügel. Wenn man aber dorthin kann und es geöffnet ist, wir sind jetzt 2018, ich bin mir nicht sicher, ob das Areal zugänglich ist, aber auch hier gibt es Führungen, die man machen kann und sich dann die Pyramiden und die Reste der Tempel aus der Nähe ansehen kann. Aber auch ganz in der Nähe hier, falls man also hinterher nach diesem Kinderausflugstag noch Lust hat, kann man natürlich die weltberühmten Pyramiden von Saqqara sehen, die also hier auch von hier zur Sicht oder zu sehen sind, ganz in der Nähe. Lohnt sich also sehr. Außerdem würde ich euch auch empfehlen, nach dem Ausflug, wenn man wieder von dem Fagnoun-Gelände runterfährt, ein bisschen rechts die Straße runter, gibt es ein wunderschönes, von Touristen oft besuchtes Restaurant, ganz in der Nähe der Saqqara-Pyramiden. Und vielleicht auch noch für einen weiteren Ausflug einen Tag im Saqqara Country Club. Dazu aber vielleicht mehr in irgendeinem anderen Video. Jetzt zeige ich euch erstmal dieses Fagnoun Art Café und welche Aktivitäten die Kinder hier machen können. So, hier sehen wir eine der ersten Aktivitäten, die man machen kann, nämlich mit Ton modellieren. Da kriegt man am Eingang solche Coins, je nachdem, was für Aktivitäten man hier machen möchte. Und dann können die Kinder hier mit der Matsche ganz kreativ tätig sein. Manchmal hilft, die Mitarbeiter helfen manchmal auch nach. Und am Ende kriegt man einen Karton, kann die Sachen mit nach Hause nehmen und auch rennen lassen. Super Sache. So, gucken wir weiter, was es hier noch gibt. So, ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund sehen kann, aber man kann es bestimmt sehen. Da ist ja so eine Art Klettergerüst aufgespannt für die Kinder zum Spielen, zum Rumklettern. Wir sehen hier eine Menge Einheimischer, die hier spielen. Das hatte ich eigentlich noch nicht erzählt. In diesem Park ist es meistens sehr ruhig. Gerade morgens, wenn keine Schulklassen hier sind. Am Wochenende kann es aber auch mal passieren, dass es hier sehr laut ist. Wenn junge Männer hier sind, die können hier auch Musik machen. Ist natürlich auch, wenn ihr in dem Alter seid, natürlich auch ganz toll. Man bringt seine Musik hier mit, grillt hier und hat einen schönen Tag. Hauptsächlich wird es aber hier von Familien besucht und kleinen Kindern. Ja, Klettergerüst im Hintergrund. Und das nächste, was ich euch zeigen will, ist der Streichelzoo, die Kamele, das Ziegen, Esel, all das können die Kinder oder könnt ihr hier benutzen, hätte ich fast gesagt. Damit könnt ihr also kleine Ritte hier machen und euch amüsieren. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Das nächste, was ihr machen könnt, ihr könnt einen Kamelritt organisieren oder mit einem Esel oder Pferd hier auf diesem sehr kleinen Areal ein paar Runden drehen. Das ist natürlich nur was für kleine Kinder, für die Erwachsenen vielleicht eher nicht. Aus meiner Sicht werden die Tiere hier auch einigermaßen gut gehalten, dass man hier also ohne Bedenken auch diese Anlage nutzen kann. Das nächste, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist das Kletternetz noch einmal aus der Nähe.
ja, wie überall hier in diesem Park oder auf diesem Gelände sieht man halt die Kunstgegenstände, die von Kindern oder anderen Gruppen hergestellt werden. Und hier hinter mir gibt es so barackenähnliche Gebäude, wo man Innenaktivitäten machen kann, malen, auch ein paar Spielplätze oder Spielgelegenheiten. Ja, da mir heute der Kameramann fehlt, muss ich das heute einmal selbst machen, filmen und sprechen. Und wir sehen hier den Eingangsbereich von der Farnoon Art School. 60 Pfund kostet es pro Person und man kriegt diese Chips, man kann sich so eine Art Schubkarre mitnehmen und dann geht's los in die Art School. Hier im Outdoor-Bereich, wo wir die ganze Zeit gefilmt haben, die Aktivitäten, also Reiten, Streichelzoo, Schlammbad, sich mit Farbe bewerfen oder mit Ton modellieren, zeichnen, malen. Das hier ist der Indoor-Bereich mit einigen Spielbereichen. Man kann hier schaukeln, man kann hier die Räume aufnehmen, in die Räume gehen für gewisse andere Aktivitäten, zeichnen, malen, je nachdem, was man dann sich hier ausgesucht hat. So, das war's mit der Farnoon Art School. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch nicht alles zeigen können, meine Batterie gibt auf und ich habe auch keinen Kameramann heute dabei, deswegen musste ich etwas improvisieren. Ich glaube aber, ihr konntet trotzdem einen kleinen Eindruck gewinnen von dieser, sagen wir mal, ein bisschen außergewöhnlichen Aktivität für Familien, für vielleicht Europäer, die ein bisschen Ruhe von dem hektischen Stadtleben suchen. Natürlich auch für einen Ausflug, für normale Touristen, die sagen, ich mache mal was aus eigener Faust. Die Jahreszeit habe ich ganz vergessen. Man sollte natürlich nicht, man kann hier im Hochsommer hin, aber das ist natürlich mit 40 Grad und aufwärts dann schon ein bisschen anstrengend, gerade wenn man die Hitze nicht gewohnt ist. Schönste ist es hier im Winter, jetzt im April zum Beispiel wird es schon über 30 Grad. Im Herbst ist es hier natürlich auch sehr, sehr schön. Selbst im Dezember waren wir noch hier mit der Familie und ich kann das nur empfehlen. Auch für den Preis, auch von Kairo, halbe Stunde Fahrt nur Richtung Süden raus an der Sakara Road oder wie immer sie sich nennt. Und es ist ein schöner Tagesausflug. Gut, dann vielleicht probiert das mal aus, wenn ihr in Ägypten seid. Ciao, ciao und bis bald.